Ein neues Gesetz beherrscht seit Monaten die Schlagzeilen, das Bestellerprinzip. Wer zahlt künftig den Makler? Zweifel am Bestellerprinzip. Neues Gesetz, wer ihn bestellt, soll ihn zahlen. Makler zittern vor Bestellerprinzip. Düstere Aussicht oder echte Chance für die Branche? Immobilienexperte Björn Dahler erklärt, was das neue Bezahlprinzip für die Maklerbranche wirklich bedeutet. Es gibt ja eine ganze Reihe von Maklern, die ziemlich abhängig sind von dem Wohnungsvermietungsgeschäft. Also die ganz überwiegend Wohnungen vermieten und wenig Immobilienverkäufe vermitteln. Und die befürchten natürlich jetzt wahrscheinlich auch zu Recht, dass ihnen viele Aufträge verloren gehen, weil Vermieter möglicherweise dazu tendieren, das selbst in die Hand zu nehmen. Für alle anderen Makler gibt Björn Dahler Entwarnung. Insbesondere der kompetente, der professionelle und gut etablierte Makler, der auch über ein breiteres Spektrum verfügt an Tätigkeiten und insbesondere auch gut etabliert ist im Bereich der Vermittlung von Wohnungs- und Hausverkäufen, der wird im Zweifel darunter ja nicht so sehr leiden. Im Übrigen ist möglicherweise ein gewisser Nebeneffekt dieser neuen Regelung, dass es zu einer gewissen Marktbereinigung kommt. Also man kann sich vielleicht tatsächlich ein wenig davon versprechen, dass so manches schwarze Schaf, was es ja auch gibt am Immobilienmarkt unter den Vermittlern, dass es vom Markt verschwindet und sich schwerer tut. Und das wäre ja ein positiver Nebeneffekt. Björn Dahler kennt die Maklerbranche wie kein zweiter. Seit über 20 Jahren ist er erfolgreich im Geschäft. Neue Gesetze wurden während seiner Karriere schon oft verabschiedet. Er weiß daher, dass sich Qualität trotz Regulierung am Ende immer durchsetzt. Ich glaube, es war Anfang der 70er Jahre. Da wurde ja schon einmal, letztlich auch unter Verbraucherschutzgedanken, wurde unser Berufsstand reguliert, indem man nämlich damals gesagt hat, dass Wohnungsvermietungen nur noch durchgeführt werden können von Maklern mit einer maximalen Quotage von 2 Monatsmieten. Vorher war das dem Markt überlassen, aber damals hat dann auch der Gesetzgeber gesagt, wir müssen den Verbraucher schützen, die breite Masse und vor allem auch die sozial Schwächeren. Und deswegen wollen wir diese Quotage, die der Makler nimmt für die Wohnungsvermietung, wollen wir auf 2 Monatsmieten begrenzen. Ich glaube, vorher waren auch 3 durchaus üblich, so wie es heute nach wie vor bei der Bürovermietung ist. Und jetzt geht man im Grunde mit dem Bestellerprinzip einen Schritt weiter, indem man im Grunde genommen sagt, es reicht uns nicht, diese Quotage zu begrenzen auf 2 Monatsmieten, sondern wir wollen, dass der Wohnungssuchende sie eigentlich in der Regel gar nicht mehr zahlen muss, sondern der Vermieter soll sie zahlen. Das ist ja der Gedanke. Aber der Geist dieser Regelung war damals schon ähnlich. Oder die Motivation, so etwas einzuführen und damit letztlich ja auch in Grundrechte einzugreifen, nämlich das Grundrecht der Vertragsfreiheit, war letztlich sozialpolitisch motiviert. Für Björn Dahler und sein Unternehmen bietet das Inkrafttreten des Gesetzes erneut die Möglichkeit, seine Kunden durch Qualität und Mehrwert zu überzeugen. Und dafür ist jeder gern bereit zu zahlen. Eppendorf ist einer der beliebtesten Stadtteile Hamburgs. Gründe dafür gibt es viele. Das ganze Umfeld gefällt mir, die Einkaufsmöglichkeiten, abends die Möglichkeiten zum Weggehen, Rundum-Paket ist gut. Diese Mischung gerade in Eppendorf, dass also nicht nur Schickimicki-Menschen und SUVs, sondern eine gesunde Mischung, das macht das eigentlich aus. Das Neue und das Alte zusammen, das ist schon ganz schön eigentlich. Es ist immer schade, wenn dann so alte Häuser wegkommen, dass man die nicht sanieren kann oder so. Das wäre schon ganz schön. Vernünftige Fassaden, die hier reinpassen und darunter kann ruhig modernste Bautechnik sein, aber nicht diese anonymen Glaskästen, die finden wir nicht so schön. Manche mögen das und also es muss ein bisschen zum Stil passen. Die Hamburger lieben ihre wunderschönen historischen Backsteinfassaden, doch auch neuen, modernen Wohnraum wünscht man sich im Herzen Hamburgs. Beides wird jetzt vereint. Hier haben wir es geschafft, dass wir einen Altbau mit integrieren können. Es ist keine Denkmal-AFA drauf oder so, einen Altbau integrieren können und intelligent mit Neubauten zusammen
schalten, um dann einen fantastisch großen Innenhof zu haben, wo der ein oder andere vielleicht ein Haus reinsetzen würde. Das tun wir jetzt mal nicht, sondern schaffen ein fantastisches Forum für Familien in Wohnungsgrößen zwischen 30 Quadratmeter und 300 Quadratmeter. Dala TV trifft DC Commercial Geschäftsführer Lothar Schubert in seinem Büro in der Hamburger Hafen City. Von hier aus plant der Projektentwickler die Zukunft ganzer Stadtviertel. Ein Job, der Einfühlungsvermögen und Expertise erfordert. In der Immobilienprojektentwicklung haben Sie natürlich immer begrenzte Grundstücke zur Verfügung, gerade wenn Sie mitten in der Innenstadt sind. Und dann versucht man normalerweise so viel wie möglich Fläche zu generieren. Das bedeutet aber, dass man den Abstand zwischen Häusern kleiner macht und teilweise auch die Gebäudetiefen vergrößert. Und das geht häufig auf die Wohnqualität, die man da am Ende erzielt. Lothar Schubert reagiert mit der Planung des Objekts auf die aktuellen Bedürfnisse. Denn im beliebten Stadtteil Eppendorf ist die Nachfrage nach Wohnraum deutlich höher als das Angebot. Selten sind Nachvermietungen bestehender Altbauwohnungen möglich. Neuer Wohnraum wird so gut wie nie geschaffen. Seine Bonbon-Papierfabrik vereint auf einzigartige Weise beides. Woher kommt der besondere Name? Das hier zum Beispiel sind Pfefferminzbonbons. Und ja, die haben wir uns jetzt einfach mal geleistet, weil wir in der alten Bonbon-Papierfabrik arbeiten. Und da wurde früher Bonbon-Papier hergestellt. Und Bonbon-Papier benutzt man, um Bonbons einzuwickeln. So, und diese Bonbons, die haben wir hier. Es gibt leider kein Papier mehr, weil die Fabrik jetzt nicht mehr arbeitet. Da wohnen Menschen drin, ja. Aber wenn man an die Außenanlagen guckt des Projektes, da wundert man sich, warum die Außenanlagen so ein bisschen gefaltet sind. Das ist eine Reminiszenz an das Bonbon-Papier. Und die Bonbons haben wir hier. Haben Sie mal einen probiert? Ja. Und zwar haben wir da wirklich, ich weiß nicht, wie viel meine Kolleginnen und Kollegen probiert haben von diesen Bonbons, aber es hat denen hoffentlich viel Spaß gemacht. Ich habe mal einen Pfefferminzbonbon probiert und fand das auch super. Habe also die Meinung meiner Kollegen geteilt und dann haben wir das alles so bestellt. Aber ich habe einige auch noch nicht probiert, ne? Nämlich alle anderen. Wollen Sie mal einen probieren? Ja. Ich glaube, das hier ist Erdbeervanille. Möchten Sie auch? Ja. Die Wohnungen in den ehemaligen Fabrikgebäuden sollen nicht nur optisch Altes und Neues vereinen. Wenn man sich mal anschaut, was die Menschen machen, die oder wie sich die Menschen verhalten, die jetzt so Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre sind, die haben studiert, die teilen ja vieles, ne? Die teilen die Autos, ne? Carsharing, ne? Und über diese sozialen Netzwerke sind die Leute auch ständig miteinander vernetzt und haben miteinander zu tun. Also das ist heutzutage nicht mehr wegzudenken, dass man ständig mit anderen Menschen zu tun hat. So. Und das ist das Angebot, das man in so einem Raum schafft, der getrennt ist schon vom intimen Bereich. Also die Wohnung muss ein intimer Bereich sein, aber diese gemeinschaftlichen Bereiche in einem Quartier so zu entwickeln, dass sie ein Angebot geben, damit man sich dort trifft. Muss ja nicht jeder machen. Ne? Ich glaube, das ist total die Zukunft. Total die Zukunft. Bis sich die historische Backsteinarchitektur und die Schmuckfassaden im Gründerzeitstil mit neuester Bautechnik vereinen können, werden noch einige Monate vergehen. Im Mai wird schon einmal der Grundstein gelegt für 29 Eigentumswohnungen und 14 geförderte Wohnungen auf insgesamt 3000 Quadratmetern, mitten in Eppendorf im Herzen Hamburgs. Wir dürfen heute John Patrick Appelt in der Unternehmenszentrale über die Schulter schauen. Seit 2012 kümmert sich der Franchise-Manager um neue Lizenzpartner von Dala & Company. Warum wollen so viele Immobilienmakler Franchise-Nehmer werden? Wenn man bei uns Lizenzpartner wird, kann man auf sehr, sehr viel im Prinzip zurückgreifen, was Erfahrung natürlich auch anbetrifft. Also man kauft sich wirklich auch Know-how ein, was jetzt gar nicht nur auf die Maklertätigkeit sich begrenzt, sondern eben auch Marketing, ganz klassisch, Print-Marketing, Online-Marketing. Wir machen sehr, sehr viel über regionale PR, unterstützen auch bei regionaler PR. Das wäre so ein Bereich,
Was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ist eben der gesamte Markenauftritt, wie wir uns nach außen hin präsentieren. Also Sie müssen sich streng genommen nicht damit beschäftigen, wie Sie Ihre Firma nach außen präsentieren. Das hat sich eben schon Herr Nahler überlegt, gemeinsam mit seiner Ehefrau vor vielen Jahren. Und auch darauf können Sie eben zurückgreifen. Also man hat eigentlich ein komplett fertiges Unternehmen, was noch mit Leben gefüllt werden muss, wenn Sie es so sagen. An 29 Standorten in Deutschland, Österreich und Spanien ist die Marke Dahler & Company vertreten. John Appelt verrät das Erfolgsgeheimnis. Das, was mir hier an die Hand gegeben wird, ist auch das, was mich zum Erfolg bringt. Und das ist auch schön, wenn man das natürlich so im Täglichen irgendwo sieht. Wir sagen A und es passiert B und es ist gut. So, das ist einfach ein guter Weg. John Appelt ist der direkte Kontakt zu den Partnern wichtig. Dafür nutzt er gern Skype. Heute steht die Leitung nach Norderney. Dort baut Lizenzpartnerin Jutta Springer gerade ihren Shop auf. Nachdem wir uns entschieden hatten, dass wir also Immobilien auch nicht nur vermieten, sondern auch verkaufen möchten, haben wir uns also über das Wie Gedanken gemacht. Wir wollten nicht einfach ein Schild raushängen und sagen, ab heute sind wir Makler, sondern wir wollten eine gute Qualität anbieten. Wir wollten einen starken Partner im Rücken haben und wir wollten auch vom Erscheinungsbild so auftreten, dass es zur Hochwertigkeit der Immobilien auch passt. Jutta Springer nimmt uns live mit auf die Baustelle. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen laut, weil die Handwerker sind gerade dabei, das Dach auszubauen. Seit über 15 Jahren ist Jutta Springer im Immobilienbereich tätig. Mit ihrem eigenen Dahler Shop erfüllt sie sich einen Lebenstraum. Letztlich überzeugt hat uns auch an Dahler Company, dass wir auch den fachlichen Hintergrund geboten bekommen. Wir hatten ja bisher durch die Vermietung nicht das Fachwissen, was wir brauchen, um auch Immobilien gut und richtig verkaufen zu können. Und da hat uns Dahler Company also dadurch überzeugt, dass wir Facharbeiterschulungen angeboten bekommen haben mit sehr überzeugenden Dozenten, mit sehr umfangreichen Exposés. Und das hat uns letztlich bewogen, uns für Dahler Company dann zu entscheiden und die Lizenzpartnerschaft dort einzugehen. Jutta Springers Verantwortungsgebiet wird nicht nur die gesamten ostfriesischen Inseln, sondern auch den entsprechenden Küstenstreifen umfassen. Unser Ziel ist es, diejenigen Eigentümer und Immobiliensuchenden zu erreichen. Und das ist eben auch der Vorteil unserer Lizenzpartner, dass sie, wenn sie in diesem Marktsegment erfolgreich sein möchten, ist es eigentlich, würde ich sagen, heute zwingend erforderlich, dass man sich einem erfolgreichen Lizenzsystem anschließt, was genau auf diese Klientel eben ausgerichtet ist, weil man sonst dort einfach keine Wahrnehmung irgendwie erlangt. Nach dem Gespräch wird gleich weiter telefoniert. Der nächste Lizenzpartner wartet schon. Wir sind zu Gast im Büro von Björn Dahler und dürfen 5 Minuten ganz exklusiv auf den Schreibtisch des Geschäftsführers und hinter die Kulissen von Dahler & Company blicken. Wie sieht ein Arbeitstag als Chef hier aus? Das Schönste an meinem Beruf, finde ich, ist, dass ich die Gelegenheit habe, mit so vielen tollen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Mit vielen Menschen, die positiv sind, die vielfach ja Dinge können, die ich gar nicht kann, die mich dadurch bereichern, die mich inspirieren. Das war natürlich nicht immer so. Wenn man sich selbstständig macht und anfängt, hat man diese Gelegenheit zuerst in dem Maße nicht. Aber heute ist das so, sodass ich sagen kann, also ich habe so viele tolle Kollegen, Partner, aber auch Geschäftspartner, externe Dienstleister, die ich bewundere für das, was sie können. Und das sind eigentlich für mich die Highlights, mit solchen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Björn Dahlers Tür steht jederzeit für seine Mitarbeiter offen. Das Besondere an seinem Büro, gleich 3 Türen gewähren Zutritt. Warum? Diese Tür führt zum Büro meiner Frau. Und das hat auch seinen guten Grund, denn wir beide haben, seitdem wir gegründet haben, das Unternehmen, haben wir immer zusammen gesessen. Aber früher in einem kleineren Büro. Und seitdem wir hier eingezogen sind, hat meine Frau gesagt, oder wir beide, wir wollen eigentlich gerne zusammen weiterhin sitzen, aber nicht mehr so eng. Und meine Frau
hat aber immer ein wenig mein lautes Telefonieren genervt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir zwei Büros nebeneinander, haben das aber verbunden hier mit so einer breiten Glastür, auf der anderen Seite ja nochmal. Und so kann man immer auch mal, wenn man miteinander zu tun haben will, jetzt störe ich sie gerade, weil sie telefoniert, also dann mache ich sie wieder lieber zu. Aber so hat man immer die Möglichkeit, schnell mal etwas zu kommunizieren, auch mal was rüberzurufen. Häufiger ist diese Tür auch offen, aber manchmal ist sie dann eben geschlossen, wenn jemand konzentriert arbeiten möchte, sodass man sich nicht stört. Wer viel arbeitet, darf auch mal eine Pause machen. Was isst der Chef gern zum Mittag? Ja, also am liebsten würde ich gerne häufiger mal einen Burger essen oder auch eine Pizza, sowas liebe ich, aber das kann man ja nicht jeden Tag essen und das sollte man sich auch tunlichst verkneifen. Insofern, das kommt ausnahmsweise eher vor. Ich esse gerne auch mal einen Salat oder eine Sushi gibt es bei uns in der Nachbarschaft. Manchmal schaffe ich es aber auch nur, irgendwie einen Bagel zu essen und dazu eine Kleinigkeit zu trinken. Das ist sehr unterschiedlich und es kommt auch vor, dass ich an manchen Tagen gar nichts esse, weil ich so versunken bin in meine Arbeit, sodass manchmal sogar meine Sekretärin kommt und sagt, Herr Dahlak, soll ich Sie nicht mal zum kleinen Brötchen einladen oder zu einem Wasser, sodass ich wenigstens etwas zu mir nehme. Und welche Geheimnisse verbergen sich in Björn Dahlers Schreibtisch? Wie Sie sehen, so viel Privates ist da gar nicht drin. Das ist ein Autoschlüssel, Radiergummi, also im Grunde Büroutensilien. Ganz wichtig, das ist der häufigste Grund, an den Schreibtisch zu gehen, mein Rechner und meine Visitenkarten. Natürlich muss man als Geschäftsführer eines Unternehmens immer auf die Zahlen achten. Und nun mache ich das natürlich nicht allein, alles mit dem Taschenrechner. Aber ich erwische mich doch häufig dabei, dass ich, wenn ich Dinge so im Kopf durchspiele, dass ich zunächst bemüht bin, viel im Kopf zu rechnen und dann, wenn es zu schwer wird, mir dann auch schnell mal einen Taschenrechner zur Hilfe zu nehmen. Also Zahlen sind für ein Wirtschaftsunternehmen ja nun mal von großer Bedeutung. Auch einen Anspitzer und ein Radiergummi konnten wir in der Schublade entdecken. Im digitalen Zeitalter eine echte Seltenheit. Persönliche Andenken oder sind diese Schreibwaren tatsächlich in Gebrauch? Also, was ich zum Beispiel gerne mache, ist, wenn ich irgendwelche Texte bekomme, natürlich alles per E-Mail, und ich möchte an diesen Texten arbeiten, dann mache ich das am liebsten so auf diese ganz konventionelle Art, indem ich mir das ausdrucke und mit einem Bleistift irgendwie meine Bemerkungen daran schreibe. Ich bin nicht so der Typ, der immer sofort ins Textprogramm geht und gleich alles umstellt oder mit einer Markup-Funktion. Also da bin ich noch ein bisschen old-fashioned. Und wann beginnt der nächste Termin? Eigentlich hätte ich da schon sein müssen. Ich bin jetzt 5 Minuten schon drüber, ehrlich gesagt. Denn insofern gehe ich da jetzt mal rüber. Viele Termine, viel zu tun. Trotzdem ist er immer gut gelaunt und bietet seinen Mitarbeitern offene Türen und Ohren. Das ist Björn Dahler. Bis später. Vielen Dank.